anhand der Größe dieses Professors, anhand der Länge seines Schattens und anhand der Länge des Schattens von diesem Baum werden wir die Höhe des Baumes bestimmen können. Das macht man anhand des Satzes von Thales, den man in Deutschland auch Strahlensatz nennt. Wir haben hier dieses Dreieck PAQ, das sich genau in diesem Dreieck BAC befindet. Und zwar so, dass dieser Winkel PAQ genau mit dem Winkel BAC übereinstimmt, so, und auch noch, so dass diese Strecke PQ genau parallel zu dieser Strecke BC ist. Diese zwei Dreiecke sind ähnlich, denn sie haben einen gemeinsamen Winkel und diese Winkel APQ und ABC sind Stufenwinkel, da PQ ja parallel zu BC ist. Also sind wir in dem Ähnlichkeitsfall Winkel, Winkel. Diese zwei Dreiecke APQ und ABC sind also ähnlich und daraus können wir schließen, klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß. Oder auch andersrum, diese große Seite geteilt durch diese entsprechende kleine Seite ergibt genau dasselbe wie diese große Seite geteilt durch diese entsprechende kleine Seite. Und das ergibt auch dasselbe wie diese große Seite geteilt durch diese entsprechende kleine Seite. Man nennt das offiziell den Satz des Thales oder auch wie in Deutschland den Strahlensatz. Mich erinnert das sehr stark an eine Frittentüte, denn früher waren die Frittentüten so, dass in der großen Tüte eine kleine Tüte enthalten war, die das Frittenfett auffing. Deshalb nennt man das in Kelmis gerne den Frittentüten-Leersatz. Hier befinden wir uns genau in der Situation vom Frittentüten-Leersatz. Hier ist das kleine Dreieck, hier ist das große Dreieck und diese Seite vom großen Dreieck ist parallel zu dieser Seite vom kleinen Dreieck, denn eine Höhe wird ja senkrecht zur Horizontale gemessen. Also dürfen wir hier den Satz des Thales anwenden, zum Beispiel in der Form groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. So erhalten wir also, die Höhe des Baumes geteilt durch die Größe des Professors ist gleich zur Schattenlänge des Baumes geteilt durch Schattenlänge des Professors. Und daraus schließen wir, dass die Höhe des Baumes berechnet werden kann durch Größe des Professors mal Schattenlänge des Baumes geteilt durch Schattenlänge des Professors.